Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir diesmal machen werden, sind Broadcasts. Das heißt, wir können ganz andere Apps ansprechen. Also es muss nicht unbedingt innerhalb dieser App sein, denn immerhin die Activity 1 und 2, also Main Activity und Activity 2 in den letzten Videos, waren ja im selben Projekt. Jetzt, wenn ihr andere Apps ansprechen wollt, also zum Beispiel ihr habt ein Gerät, was oder eine App, was irgendwie darauf wartet, dass eure Freunde euch schreiben und eine, mit dem ihr irgendwie ihnen schreiben könnt. So. Und die eine App möchte jetzt, also die auf die Nachricht wartet, möchte jetzt dann, nachdem eine Nachricht gekommen ist, möchte sie eben eure andere App starten. Und die sind zwei komplett unabhängige Apps. Ja, dann braucht ihr einen Broadcast-Intent. So, und mit diesem Broadcast kann man dann, ja, wie gesagt, alle Apps ansprechen. So, tut mir leid. Ja, ich werde jetzt einfach, also ich habe das Beispiel aus dem vorigen Video genommen und werde einfach darauf weiterarbeiten. Ich werde hier einfach mal die On-Click-Methode zu On-Click-2 ändern, denn wir brauchen hier, wir müssen ja nicht unsere alte schöne On-Click-Methode löschen und sagen hier einfach On-Click-2. So, packen hier wieder die View rein und fast dasselbe. So, jetzt müssen wir hier drin ein Intent kreieren, denn wir wollen ja eine andere Activity ansprechen. Das geht ja bekanntlich nur mit Intents. So, und jetzt sagen wir hier einfach New Intent. Und das war's auch schon. Das ist ein Broadcast Intent, denn wir haben nicht angegeben, wo wir herkommen und wir haben nicht angegeben, wo wir denn hinwollen. Und das ist eben das Besondere dabei, denn ihr sprecht einfach alle Apps auf einmal an. Also alle, die auf eurem Handy irgendwie zuhören, ob gerade ein Broadcast gesendet wird, die werden angesprochen. So, deswegen müssen wir jetzt hier noch die SetActionMethode aufrufen, die sagt quasi, woher kommt denn dieser Broadcast? Ja, jetzt müssen wir das doch machen. Ich werde hier einfach mal das hier kopieren und das da rein kopieren, denn es ist quasi das, wo man herkommt, also was diesen Broadcast verursacht hat. Und dann brauchen wir noch eine andere Sache, nämlich die AddFlags-Methode. Das ist einfach nur dazu da. Das geht leider nicht anders. Intent.flag include stopped packages. So, das bedeutet so viel wie wir senden diese Message, also diesen Intent, senden wir nicht nur an Packages, die irgendwie älter sind, die senden wir auch. Also irgendwelche Apps, die vielleicht auf Android 2. Irgendwas gelaufen sind. Und diese App hier, die läuft erst ab Android 4.03 war es, glaube ich. Und deswegen, dieser Intent geht auch an die alten Versionen. Da braucht ihr keine Angst haben, denn Intents sind ab der ersten Version, soweit ich weiß, dabei gewesen. Das bedeutet einfach bloß, dass ihr hier an alle Apps schicken könnt. Gut, und jetzt rufen wir einfach noch die Send Broadcast Methode auf und sagen i. Nein, wir sagen nicht i, wir senden i. Okay, so. Und ja, jetzt brauchen wir noch eine andere Sache. Jetzt müssen wir natürlich diesen Broadcast auch abhören können, denn so haben wir ihn bloß geschickt. So, jetzt sagen wir hier, okay, New Project, das heißt, wir wollen ein neues Projekt haben, denn ja, wir wissen ja, oder genau das ist ja der Sinn dahinter, dass wir zwischen zwei unabhängigen Projekten und zwischen zwei unabhängigen Apps miteinander irgendwie was machen können. So, das ist einfach der Receiver. Ja, mehr brauchen wir hier eigentlich nicht machen. Sagen wir okay, Phone und Tablet. Und sagen hier aber Add No Activity, denn wir wollen eine spezielle Activity haben. So, jetzt wird das wahrscheinlich gleich zu groß sein, ja, wie ich es mir dachte. Okay, ihr seht, dass ihr nichts seht. Lasst mich das kurz anpassen. So, ganz klein bisschen anpassen. So, und ja, jetzt gehen wir hier auf Projekt und sehen dann hier eben das, was wir sehen wollen. Gehen hier auf Java und hier rein und sagen hier New und wir brauchen keine Activity, wir brauchen unter anderes, findet ihr diesen Broadcast Receiver. Und das ist eben, ja, ich nenne ihn einfach mal My Receiver. Und das ist ein neuer Receiver, der quasi darauf hören kann. So, hier packt uns Android schon alles rein, was wir haben wollen. Wir wollen natürlich keine Exception schmeißen, das wäre ein bisschen ungeschickt. Wenn wir jedes Mal, wenn wir hören oder was empfangen, eine Exception schmeißen, das wäre blöd. Gut. Und was wir jetzt hier drin machen in unserem Receiver,
ist folgendes. Wir sagen, okay, wir wollen hier, also wir haben hier diesen Intent, das ist derselbe Intent wie in unserem anderen Projekt, in diesem hier, den wir hier erstellt haben. So, wir sagen hier drin in diesem Projekt, ganz einfach, okay, ihr kennt ja noch die Toast-Klasse, ich finde die für sowas immer schön geeignet, wenn man so kurz was ausgeben will. Denn wir haben ja hier im Prinzip nichts, was wir darstellen können. Also wir könnten von hier aus jetzt eine neue App aufrufen, die dann irgendwas für uns macht, aber wirklich, oder halt eine neue Activity aufrufen, aber wirklich dieser Receiver, der hat keine Darstellungsmöglichkeit. Und deswegen nehmen wir hier einfach diesen Make-Text. Den kennt ihr ja ohnehin schon und der braucht wieder einen Kontext. Das ist der Kontext da oben. Und ja, sagen wir hier einfach mal, also ihr könnt natürlich hier auch wieder diesen Intent auspacken, falls ihr irgendwelche Extras reingepackt habt. Das könnten wir eigentlich noch machen. Ja, aber ich glaube, das wisst ihr aus dem letzten Video, wie das funktioniert. Wir sagen hier einfach nur erhalten. Und hier hinten dran, ja, kommt dann einfach, wie ihr es kennt, sagen wir einfach mal Length Short und gut ist. Okay. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann kommt folgende Fehlermeldung, oder ja, eigentlich nicht Fehlermeldung, eigentlich eine Konfiguration. Wir haben hier natürlich nichts, was wir irgendwie darstellen können, und wir haben auch keine Activity. So, und deswegen müssen wir hier logischerweise diese Activity nicht launchen. Ach so, eine Sache noch, ich bin mal wieder drauf reingefallen. Hier muss natürlich noch ein Punkt Show hin, und wir müssen hier im Manifest einfach mal doppelklicken drauf. Da sehen wir das hier. Ab hier ist unser Receiver. Da sagt es einfach, okay, das wird empfangen. So, hier müssen wir noch einstellen, auf was wir jetzt hören, denn wir wollen ja nicht alle irgendwie abhören. Das wäre ja ein bisschen arg viel, da wäre unsere App ein bisschen überfordert wahrscheinlich. So, jetzt sagen wir hier einfach Intent Filter und sagen hier Ende des Filters und hier Action. Android-Name wird schon alles vorgeschlagen und hier kopieren wir einfach das rein, was wir da hatten. So, und sagen hier Backslash, Spitze Klammer, Slash und Spitze Klammer zu. So, und jetzt hören wir nur noch auf Broadcasts von dieser App hier drüben, die wir hier erstellt haben. Genau die, die wir haben wollten. Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt diesen Receiver ausführen, also genau, dann startet sich hier auf dem Handy überhaupt nichts. Das ist auch so gewollt. Denn ja, ein Broadcast-Receiver, der hört die ganze Zeit nur euer Handy ab, ob irgendwas passiert ist. Und wenn dann was passiert ist, dann wiederum startet da vielleicht eine Activity oder was auch immer ihr machen wollt aus diesem anderen Projekt hier. Also hier kann natürlich auch eine Activity sein oder so. Genau. So, und diese andere App, die wir hier starten wollen, die starten wir ganz normal, wie immer. Warten eine Weile. Ja. Und schon sehen wir hier unsere App. So, und was wir jetzt erwarten, ist folgendes. Hier unten kommt ein Erhalten. So, und wir haben jetzt folgendermaßen zwischen mehreren verschiedenen Android-Apps gewechselt, nämlich zwischen der hier und der hier. Und wie gesagt, hier kann dann noch durchaus komplizierter Code mit irgendwelchen Activities oder sowas kommen. Da braucht ihr dann einfach nur hier mit dem Intent oder einen neuen Intent erstellen und damit dann einfach was aufrufen. Eine Activity zum Beispiel. Ja, cool. Alles klar, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.